Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, wenn ich mir freitagsabends auf TLC die Sendung Geisterkliniken ansehe, da kriege ich fast jedes Mal Schüttelfrost. Falls ihr diejenigen seid, die sich diese Sendung ansehen, was sie erfolgreich macht, dann stellt das bitte ein. Die bringen da teilweise exakt die Fälle, die ich gesammelt habe, für das nächste Video aus der Serie mit diesen unheimlichen Erlebnissen von Krankenschwestern oder Klinikpersonal. Und das Schlimme ist, dass die teilweise dieses Klinikpersonal dort haben, das diese Dinge erlebt hat, die dann vor der Kamera darüber erzählen, wenn es nicht gerade Schauspieler sind. Das kann ich natürlich nicht, also hört bitte auf, diese Sendung anzuschauen, damit die merken, okay, das will gar keiner mehr sehen, wir stellen das ein. Es gibt's ja wohl gar nicht. Ja, diese Berichte von Klinikpersonal, dass da so merkwürdige Erlebnisse im Dienst hat, die gibt's natürlich nicht wie Sand am Meer. Und je öfter ich darüber berichte, desto weniger gibt es natürlich davon, die für neue Videos dann passen würden. Da muss man dann eine ganze Weile warten, bis in den verschiedensten Foren, die es da so weltweit gibt, genug Einträge zusammenkommen, dass ich daraus wieder ein Video machen kann. Jetzt habe ich wieder so ein paar Fälle zusammen und die schauen wir uns an. Der erste Bericht, der kommt aus einem Land, ich glaube, daher hatten wir noch nie irgendeinen Bericht zu diesem Thema. Und zwar kommt er aus Neuseeland. Und so wie ich das diesem Bericht hier entnehmen kann, scheint es dort so zu sein, wenn man jemanden besuchen möchte, dass man sich da am Eingang des Flures, wo der Patient liegt, anmelden muss. Und dieser Bericht, der stammt von einem der Pfleger, der dort an dieser, ich nenne es mal Empfangstheke, tätig war. Und er beschrieb, dass es ein ganz normaler Dienstag war, ohne irgendwelche auffälligen Dinge oder eine besondere Stimmung. Ich weiß nicht, warum er das im Bericht geschrieben hat, aber er hat es halt so erwähnt. Er saß also dort an dieser Empfangstheke und er erledigte einige Schreibarbeiten, die man da wohl dann auch machen muss, als plötzlich eine ältere Frau an dieser Empfangstheke stand und die hatte er gar nicht bemerkt, dass sie irgendwie über den Flur kam. Er sah dann auf und stellte fest, dass sie so ein bisschen verwirrt wirkte. Denn sie sah ihn so einige Sekunden wortlos an, so als ob sie nicht genau wüsste, was sie sagen soll. Aber dann nannte sie den Namen des Patienten, zu dem sie wollte, und sagte, dass sie seine Mutter wäre. Der Pfleger trug ihren Namen in so eine Anwesenheitsliste ein und nannte ihr die Zimmernummer. Und dann ging diese ältere Dame an dieser Empfangstheke vorbei in den Gang, wo die Krankenzimmer sind. Ungefähr eine Dreiviertelstunde später kamen zwei Männer aus dem Aufzug, der sich gegenüber dieser Empfangstheke befand. Sie gingen auf den Pfleger zu und sie sagten ihm den Namen des Patienten, den sie besuchen wollten. Der schaute in seine Liste und sagte ihnen die Zimmernummer und sagte ihnen auch, dass die Mutter des Patienten gerade auch schon hier war und sie sich bei ihm befände. Die beiden Männer, die sahen sich kurz an und einer der beiden, der sagte dann zu dem Pfleger, dass sie die Brüder des Patienten wären und ob sie das richtig verstanden hätten, dass ihre Mutter bei dem Patienten wäre. Der Pfleger schaute die beiden an und sagte, so hätte die ältere Dame es gesagt. Einer der beiden Männer, der diese Auskunft offensichtlich mit etwas Humor hinnahm, der sagte dem Pfleger, dass ihn das schon sehr wundern würde, wenn ihre Mutter da wäre, weil die schon seit ungefähr 2 Jahren tot sei. Der Pfleger, der sagte den beiden, dass die Frau sich aber so identifiziert hätte, sie sei die Mutter des Patienten. Einer der Männer, der sagte so etwas wie, naja, wir schauen mal, wer da sitzt. Und dann gingen sie Richtung Patientenzimmer. Aber nur nach einem kurzen Moment kam einer von ihnen angerannt und er rief, dass sein Bruder, also der Patient, der dort lag, tot sei. Vielmehr, dass er dies glaubte und der Pfleger bitte einen Arzt rufen soll. Der Arzt kam dann auch und der stellte dann erst einmal den Tod des Patienten fest, aber es müsse dann noch eine weitere Bestätigung von einem weiteren Arzt folgen, aber der Patient sei mit Sicherheit verstorben. Der Pfleger, der diesen Bericht abgegeben hat, der schrieb dann weiter, der Patient, der wurde bei uns wegen verschiedener Rückenprobleme behandelt, und er hatte nichts, was in irgendeiner Weise bedrohlich gewesen wäre.
Diese beiden Brüder, die waren natürlich schockiert und sie wollten dann wissen, wer diese ältere Frau war, die ihren Bruder besucht habe. In dieser Situation hatten sie die Vermutung, dass diese ältere Dame ihrem Bruder irgendetwas angetan hätte. Außerdem war sie verschwunden, aber aus diesem Gang herausgekommen, an mir vorbei, war sie auch nicht. Es gab dann eine größere Diskussion zwischen den Brüdern, einem Arzt und mir. Und irgendwann während dieser Diskussion da zeigte mir einer der beiden Brüder ein Bild von seiner Mutter, das er bei sich trug. Und er sagte, hier, das ist unsere Mutter, aber wer war diese Frau, die hier reinging? Ich war ziemlich erschrocken, den beiden sagen zu müssen, dass es die Frau auf diesem Bild war. Eine Krankenschwester aus Spanien, die hatte ein sehr merkwürdiges Erlebnis auf einer Kinderstation. Sie schrieb, dass sie dieses Erlebnis im Jahre 1997 hatte. Zu dieser Zeit breitete sich in Madrid bei Kindern so eine kleine Welle an Bronchitis-Erkrankungen aus, die sehr schwer verliefen. Und einige dieser Kinder, die mussten dann stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Diese Kinderstation, die bestand aus zwei Stationen. Und es wurde dann so gehandhabt, dass auf der einen Station die Kinder mit dieser Bronchitis-Erkrankung lagen und auf der anderen Station Kinder, die andere Krankheiten oder Verletzungen hatten. Und die Kinder dieser Station, die durften nicht auf die Station, wo die Kinder mit dieser Bronchitis-Erkrankung lagen. In den Zimmern beider Stationen gab es für die Kinder Papier und Stifte, so dass sie zumindest etwas malen konnten, wenn ihnen langweilig war. Und gelegentlich, da schenkten die Kinder diese Bilder den Krankenschwestern. Die legten diese Bilder dann auf einen Stapel im Stationszimmer. Eines Abends, die Krankenschwester hatte Nachtdienst und einen ruhigen Moment, da sah sie diesen Stapel mit den Bildern und schaute ihn durch. Nicht auf all diesen Bildern, aber auf sehr vielen. Da war ein kleiner Junge gezeichnet, der eine blaue Hose und einen blau-weiß gestreiften Pullover trug. Und diese Bilder, die waren von Kindern beider Stationen. Und immer wieder war auf diesen Bildern dieser kleine Junge zu sehen. Und diese Krankenschwester, die schrieb, selbst wenn man etwas länger braucht, bis einem Dinge auffallen, dürfte dies jeder bemerkt haben, der diese Bilder betrachtete. Ihr jedenfalls kam das alles sehr merkwürdig vor. Am nächsten Morgen wurde sie dann von einer Kollegin abgelöst und sie erzählte dieser Kollegin, dass sie da diese Sache auf den Bildern entdeckt hatte. Und auch diese Kollegin fand das schon sehr auffällig. Es vergingen zwei Tage und dann hatte diese Krankenschwester wieder Nachtdienst und sie löste die Kollegin ab, die zwei Tage vorher sie abgelöst hatte. Und diese Kollegin erzählte ihr, dass in der Zwischenzeit drei weitere Kinder Bilder abgegeben hätten, wo auch dieser kleine Junge zu sehen war. Und sie hätte die Kinder beider Stationen, die diese Bilder ihr dann geschenkt hatten, gefragt, wer das sei. Und all diese Kinder hätten ihr sinngemäß erklärt, dass dies Enrico sei, der Junge, der sie abends besuchen würde, um zu fragen, wie es ihnen geht. Aber die Kollegin, die hielt noch eine Überraschung für die Krankenschwester bereit. Denn sie hatte so eine Ahnung und hatte damit begonnen, die digitalen Krankenakten durchzusehen. Und dann zeigte sie ihr auf dem PC-Monitor die Akte eines kleinen 8-jährigen Jungen namens Enrico. Der wurde vor Jahren schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, weil er beim Radfahren von einem Auto angefahren worden war. Bedauerlicherweise hat der kleine Junge diese Verletzungen nicht überlebt. Ja, zwei Stationen in einem Krankenhaus mit Kindern, die gegenseitig keinen Kontakt zueinander haben. Alle malen Bilder, auf denen immer wieder derselbe kleine Junge in derselben Kleidung erscheint. Und alle Kinder erzählen, dass es Enrico sei, der sie besucht, um zu fragen, wie es ihnen geht. Und dann findet sich noch eine Akte mit einem kleinen Jungen namens Enrico, der dort verstorben ist. Welche Schlüsse würdet ihr anstelle der Krankenschwestern aus diesem Ereignis ziehen? Wenn ihr mögt, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Der nächste Bericht, der stammt nicht von einer Krankenschwester selbst, sondern von deren Enkeltochter. Und das ist wirklich eine ganz merkwürdige Geschichte. Und ereignet haben soll sich das Ganze kurz vor dem Ende des Ersten Weltkriegs. Ihre Großmutter hat
dieser Frau folgende Geschichte erzählt. Sie war damals Krankenschwester der französischen Armee. Und hinter den Schützengräben der eigenen Soldaten gab es dann Lazarette. In einem dieser Lazarette, da war die Großmutter dann tätig. Bei diesen Gefechten wurden natürlich sehr viele Soldaten verletzt und die wurden dort eingeliefert und die hatten wohl die schwersten Verletzungen. Und eines Tages wurde ein junger Soldat eingeliefert, der hatte 3 Schussverwundungen. Die Ärzte in diesem Lazarett, die waren vollkommen überlastet. Und in diesem Moment, als der junge Soldat eingeliefert wurde, da war kein Arzt frei, der sich um ihn kümmern konnte. Diese Krankenschwester, die kümmerte sich so gut es ging um diesen jungen Soldaten, aber er verstarb sozusagen in ihren Armen. Und dann, so erzählte die Großmutter ihrer Enkelin, die diesen Bericht hier verfasst hat, sei etwas extrem Seltsames passiert. Sie hätte dem Soldaten die Augen geschlossen und die Hände über der Brust zusammengelegt und sei dann aus diesem kleinen Zelt, in dem der Patient lag, hinausgegangen. Sie hätte dann kurz ein paar Dinge erledigt und sich dann zurückbegeben zu den vielen anderen Verletzten, die es dort gab, und auf dem Weg dorthin hätte sie kurz in das Zelt geblickt, in dem dieser junge Soldat lag, beziehungsweise hätte liegen müssen. Denn als sie dort hineinblickte, war dort nur noch die Trage, auf der er gelegen hatte, und auf der lag eine Uniform. Und es war die Uniform des jungen Soldaten. Aber noch etwas Unheimliches kam da hinzu, denn auf dieser Trage lagen 3 Gewehrkugeln. Die Großmutter erzählte, dass diese Zeit, in der sie das Zelt verließ, etwas erledigte und dann dort wieder vorbeikam, maximal 1 Minute war. Und abgesehen davon, dass das in dieser Zeit gar nicht möglich gewesen wäre, gab es auch gar keinen Grund, warum irgendjemand dem Soldaten die Uniform hätte ausziehen sollen. Und dann lagen dort eben noch diese 3 Kugeln und der Soldat hatte 3 Schussverletzungen. Die Großmutter war der Meinung, dass dieser junge Mann entrückt worden sei. Ja, Entrückung bedeutet, dass es eine leibliche Aufnahme in die Welt Gottes gibt. Nur falls jemand mit diesem Begriff jetzt nichts anfangen kann. Ja, das ist eine sehr merkwürdige Geschichte, aber diese Großmutter hat sie ihrer Enkelin so erzählt. Für den nächsten Bericht begeben wir uns in ein Seniorenheim. Einer der Altenpfleger dort, der hatte Folgendes zu erzählen. In diesem Seniorenheim gab es eine Patientin, die war 92 Jahre alt. Und sie war eine sehr starke Raucherin, obwohl der Arzt ihr dies schon mehrfach untersagt hatte. Eines Tages musste ich in ihr Zimmer und diese Frau saß dort wieder und rauchte. Und ich sagte ihr, der Arzt hat ihnen doch das Rauchen verboten. Woraufhin sie mir dann antwortete, junger Mann, ich bin 92 Jahre alt. Ob ich jetzt eine Woche früher oder später sterbe, was denken Sie, wen das interessiert? Über diese Antwort musste ich natürlich dann grinsen und beim Rausgehen sagte ich ihr dann noch, sie soll's mit dem Rauchen nicht übertreiben, wir wollten ja schließlich noch ihren 100. hier zusammen feiern. Alte Menschen sind keine Kinder und ich glaube, es macht wenig Sinn, ihnen etwas vorschreiben zu wollen, aber nicht alle denken da so wie ich. Ich hatte eine Kollegin, die war da sehr rigoros. Sie traf die Patientin auf ihrem Zimmer an und sie rauchte. Und sie schimpfte dann etwas mit der alten Dame und nahm ihr die Zigaretten ab. Darüber war die Frau sehr erbost und sie beschimpfte meine Kollegin. Und selbst als diese das Zimmer verließ, ging sie ihr hinterher und beschimpfte sie weiter. Aber meine Kollegin blieb hart und sagte, es gäbe eine ärztliche Anordnung und die müsste sie einfach durchsetzen. Dieser Vorfall, der war zu Beginn der Nachtschicht, die ich zusammen mit dieser Kollegin hatte. Und es war so gegen 22 Uhr, als wir noch einmal durch die Zimmer gingen und da sahen wir dann diese ältere Frau und sie lag tot auf ihrem Bett. Wir regelten dann alles, was in so einem Fall zu tun ist. Danach, es war so gegen 3 Uhr am Morgen, saß ich im Stationszimmer und erledigte einige Einträge. Meine Kollegin, die saß im Pausenraum. Plötzlich vernahm ich ein lautes Klirren und Poltern und hörte anschließend den Schrei meiner Kollegin. Ich erschrak, aber dann sprang ich auf und rannte zum Pausenraum. Und ich traf meine Kollegin an, die in der Ecke des Raumes saß. Sie war kreidebleich. Alles, was auf unserem Tisch gestanden hatte, lag auf dem Boden. Und es roch sehr stark nach Zigarettenrauch.
und meine Kollegin erzählte mir, dass sie am Tisch saß, als plötzlich alles mit einem Mal vom Tisch heruntergestoßen wurde und sie nach hinten geschubst wurde. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, dass diese Geschichte wahr ist. Und ich glaube, das war ein letzter Gruß der älteren Dame an meine Kollegin, weil sie ihr die Zigaretten abgenommen hatte. Ja, verdienter letzter Gruß. Man nimmt ja auch niemanden die Zigaretten weg. Aber gut, das ist wahrscheinlich nur meine Meinung und die der Raucher. Ich finde es immer tragisch, wenn jemand stirbt, der kleine Kinder hinterlässt. Gelegentlich passieren dabei aber Dinge, bei denen die Hoffnung besteht, dass derjenige, der verstarb, nicht endgültig tot ist. Eine Krankenschwester aus England, die hatte folgendes Erlebnis. Sie erzählte, dass auf ihrer Station ein Mann Mitte 30 lag, dem eine größere Operation bevorstand. Worum es genau ging, das hat sie in diesem Bericht nicht geschrieben. Bei der OP, da stellten sich dann Probleme ein und der Mann verstarb während der OP. Diese OP war, wie gesagt, eine schwerere OP, aber keine OP, die so risikoreich war, dass man von dem Versterben eines so jungen, kräftigen Mannes ausgehen könnte. Und so wartete seine Frau und seine kleine Tochter, ich schätze sie auf 5 Jahre, auf die Rückkehr ihres Mannes aus dem OP. Der Patient, der hatte ein Einzelzimmer und seine Tochter, die hatte so einen Stoffhasen, mit dem spielte sie an dem Tisch in diesem Zimmer. Und der Arzt hatte die traurige Pflicht, der Frau des Mannes zu erklären, dass ihr Mann verstorben war. Die Frau des Mannes, die stand vor seinem Krankenzimmer und klar, sie weinte. Ich ging zu ihr hin, um ihr etwas Trost zu spenden und zu fragen, ob ich jemand anrufen könnte. Sie versuchte sich zu fassen, was ihr aber nur sehr schwer gelang. Ich versuchte, ein paar tröstende Worte zu finden. Während ich versuchte, diese Frau zu trösten, konnte ich durch die halb geöffnete Tür in das Patientenzimmer des verstorbenen Mannes sehen. Und ihre kleine Tochter, die saß immer noch an diesem Tisch in diesem Zimmer und spielte mit ihrem Stoffhasen. Die Kleine wusste ja von nichts. Während ich also mit dieser Frau sprach, wurde ich immer wieder durch die Stimme des kleinen Mädchens abgelenkt, die dort am Tisch mit irgendjemandem zu reden schien. Ich versuchte also halb die Frau zu trösten und halb hörte ich, was die Kleine so erzählte. Und ich bekam so Gesprächsfetzen von ihr mit. Zum Beispiel so etwas wie: Und du kommst nie wieder? Dann redete ich wieder mit der Mutter und dann hörte ich, wie die Kleine sagte: Dann sagt Mr. Hasi aber auch auf Wiedersehen. Und dann stand dieses kleine Mädchen vom Stuhl auf, kam auf uns zu und klammerte sich mit tränenerfüllten Augen an ihre Mutter und sagte: Hat sich Papa bei dir auch schon verabschiedet? Diese Berichte des Personals aus Krankenhäusern oder Altenheimen oder eben allen Einrichtungen, in denen auch Menschen versterben, die gibt es in den Fachforen für dieses Personal praktisch in allen Ländern. Und es gab ja mal, ich habe ja darüber schon berichtet, diese Umfrage. Das Ganze war eine Studie und die wurde ja an endlos viele Krankenhäuser in den verschiedensten Ländern gesendet. Das Ganze war eine anonyme Umfrage und die hatte auch nur ganz wenige Fragen. Und die bezogen sich eben darauf, wer von dem Personal in Krankenhäusern, Pflegeheimen und so weiter schon einmal ein Erlebnis hatte, das er als paranormal bezeichnen würde. Und heraus kam dann, dass das Personal aus all diesen Einrichtungen, aus allen Ländern, in denen diese Befragung gemacht wurde, ich habe jetzt leider nicht mehr aktuell im Kopf, welche Länder das alle waren, der Bericht ist ja schon so einige Jahre her, 55% des Personals in Kliniken und so weiter angaben, derartige Erlebnisse schon gehabt zu haben. Ja, das ist ja nicht gerade wenig und da darf man sich dann ruhig schon einmal fragen, inwieweit man das Ganze einfach als Spinnerei abtun kann. Wenn ihr dieses Video hier als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.